Ich freue mich jetzt, euch im nächsten Teil mitzunehmen. Ist jetzt für mich auch eine spannende Situation, Moderatorin zu sein, zum einen und zum anderen selber euch ein paar Inputs dürfen mitzugeben. Kurz ein paar Worte zu mir. Also, ihr wisst ja schon, ich bin Silvi und ich darf jetzt über das Thema Netzwerke reden. Und zwar ist das Netzwerken für mich schon immer eine Herzenssache auch gewesen. Ich habe hier im 15. mal angefangen mit Network Marketing. Ich bin jetzt immer sehr aktiv, aber dort habe ich natürlich sehr viel gelernt, wie man an Kontakt kommt, wie wichtig das Kontakt sind. Aber es hat eigentlich schon viel früher angefangen. Als Mädchen noch habe ich es schon geliebt, zum Geburtstagspartys zu machen, zum die Leute einladen, auch später dann, zum schauen, dass man zusammen irgendetwas erlebt. Und so freue ich mich jetzt, um euch mitzunehmen. Ich habe eine Box mitgebracht. Und was die Box mit dem Thema Netzwerke zu tun hat, verrate ich euch dann am Schluss von meiner Rede. Sollte ich es vergessen, dürfen Sie mich gerne daran erinnern. Ich bin letzten Sommer eingeladen worden. Und ich hätte nie gedacht, dass ich eingeladen werde. Ich kann euch vielleicht vorstellen, dass ich aus der Speaking-Branche, vor allem im deutschen Raum, habe ich dort viel Kontakt, ja, einige Menschen kennengelernt habe. Ich habe bei Creator ehemals Gedanken gedacht, die anderen kennen es vielleicht, habe ich die Speaker-Ausbildung gemacht. Und ich habe dann meine Speaker-Kollegen gesehen, wie die Auftritte haben im Fernsehen, wie sie dort kommen und das ausgestrahlt werden. Und ich dachte, boah, das wäre ja lässig, wenn ich das auch einmal kann. Aber ich habe mich aktiv nicht darum gekümmert. Ich habe gesagt, nein, warten wir mal noch. Und dann habe ich eines Tages WhatsApp bekommen von meinem Mentor. Und er hat dann geschrieben, er hat mich weiterempfohlen an TV-Sender in Berlin. Ich so, Berlin? Ich? Okay, mal schauen. Und dann hat mich wirklich der TV-Sender Leichter Leben, Morgenshow ist das, hat mich eingeladen, als Interviewgast in ihre Sendung zu kommen. Und für mich ist da ein extrem grosser Wunsch auch in Erfüllung gegangen, weil als kleines Mädchen aufgewachsen in Sachsen, in einem 700-Seelen-Dorf, jetzt auf einmal in Berlin im Fernsehen. Und das ist eine Story von mehreren, die mir gezeigt hat, wie wichtig das Netzwerk ist, dass man weiterempfohlen wird. Dass es auch nicht immer darum geht, um aus jedem Kontakt einen Kunden zu machen, sondern dass wir auch einfach weiterempfohlen zu werden. Und jetzt mal eine Frage an euch. Wo gehen ihr netzwerken? Wo finden ihr eure Kontakte? Ihr könnt es gerade mal laut reinwerfen. Da, genau. Startup-Treffen, Forum, Plattformen, die genau auch dafür geboten werden. Weitere Ideen? Verbände, Messe, richtig, das haben wir uns auch kennengelernt. LinkedIn, Social Media, das ist heutzutage auch sehr wichtig. Skipisten, ja, auch sehr interessant. Richtig, ja, von dort habe ich auch ganz viel Kontakt her, ja. Persönlichkeitsentwicklungsevent, wo wir uns herkennen. Ja, über? Ja, einkaufen. Genau, und etwas, was ich im Network-Marketing auch gelernt habe, was wir oftmals vergessen, ist so die berühmte Richtung 300er-Liste schreiben. Nicht so eine wahnsinnig freudvolle Arbeit, aber sie bringt doch sehr viel. 300er-Liste ist, wenn ihr mal eure Laufbahn zurückdenken, wo sind ihr im Kindergarten, wenn ihr dort von Leuten kennengelernt, wo sind ihr im Primar, was habt ihr für Hobbys gehabt, wer habe ich im Tennis oder beim Reiten kennengelernt, also mal alle Kontakte aufschreiben, die ihr kennt. Unabhängig davon, ob ihr jetzt diese Person mögen habt oder nicht. Sondern einfach mal nur aufschreiben, ohne Wertung. Und in einem zweiten Durchlauf könnt ihr dann schauen, wer ist die Person, wo steht sie heute? Vielleicht ist sie Geschäftsführer, Geschäftsführerin in einer Firma, die euch jetzt genau auf den nächsten Sprung weiterhilft. Dass ihr einfach mal überlegen, wer kenne ich noch alles, wo ich noch gar nicht präsent habe. Aber jetzt muss ich halt mal herhocken und die 300er Liste schreiben. Mein Mentor hat auch immer gesagt, Gang und hock als grösste Lagerfeuer. Also stellen euch so ein richtiges Feuer vor, es funkelt richtig und richtig gross und alle Menschen hocken rundherum und sind vernetzt und verbunden. Und jetzt hocken ihr euch einfach dazu. Und er Schlaufuchs hat gesagt, er sei einfach dort das Lagerfeuer gehockt. Also überlegt einmal von eurem Geschäft, wer ist eure Konkurrenz und ist schon sehr erfolgreich in dem, was ihr tut. Und gehen mal an die Events von ihm und schauen mal, was ihr dort für Leute kennenlernt. Das ist eure Zielgruppe. Und dann sind ihr an dem riesigen Lagerfeuer. Und nachher könnt ihr euer eigenes Lagerfeuer mit euren Leuten rundherum aufbauen. Und dann wird euer Lagerfeuer immer grösser.
Ein Unternehmer, wenn wir das Wort mal anschauen, das ist auch eine Person, die etwas unternimmt. Ein Unternehmer trifft man überall, an jedem Event. Und wenn wir eine Person immer wieder sehen, ich nehme immer das Beispiel mit dem Damian. Damian ist von Bernecker Holzbau, wenn ihr ihn nicht kennt. Er ist an vielen Events unterwegs und sieht ihn gefühlt überall. Aber wenn ich jetzt irgendwann mein Eigenheim bauen will, dann kommt er mir doch in den Sinn, weil er überall präsent hat. Also werden ja ganz klar berücksichtigen. Darum ist es wirklich super, sind ihr heute da, dass er euch zeigt, dass er rausgeht, dass er euch sichtbar macht. Und so, wenn ihr immer wieder gesehen werdet, bleiben ihr auch in Erinnerung in den Köpfen der anderen. Jetzt schauen wir uns aber an, wenn wir jetzt an so einem Event wie heute sind, wie wir dann wirklich erfolgreich einen Kontakt knüpfen können. Und für das habe ich 5 Steps mitgebracht, die ihr euch merken könnt, zum Vorgehen. Ich bin als Live-Travel-Guide auch noch unterwegs, wo ich mein eigenes Geschäft aufbaue. Das heisst nichts anderes als Lebensreiseführerin. Das heisst, ich unterstütze andere Menschen dabei, dass sie ihren Weg finden, herausfinden, was sie wirklich wollen und mutig mit Selbstvertrauen rausgehen und ihr eigenes Leben leben. Und aus dem Grund tue ich gerne immer in meinen Reden alles ein bisschen in diese Metapher einbauen. Und oftmals mit einer Wanderung, darum seht ihr auch die Wanderausrüstung da, was die auf sich haben, erfahren sie während der Switch, während diesen 5 Schritten. Das heisst, wenn wir jetzt wandern gehen, müssen wir zuerst mal überlegen, auf welchen Berg will ich heute gehen. Das heisst, wir überlegen mal, welches Ziel haben wir. Und wenn ihr jetzt an eine Veranstaltung geht, überlegen euch dort auch mal vorab, was ist euer Ziel von heute? Wenn ihr euch bereiseln lasst, wenn ihr Inputs mitnehmt, wenn ihr etwas lernt oder wenn ihr wertvolle Kontakte knüpfen, suchen ihr aktuell Partner oder einen Mentor oder einen Kunden. Das soll euch vorher überlegen, was ist euer Ziel vom heutigen Tag? Also wir wissen jetzt, auf welchen Berg dass wir gehen. Bitzmundau zum Beispiel, gerne im Bündnerland unterwegs und wandern. Jetzt weiss ich, woher das es geht und jetzt kann ich langsam losgehen. Ich schaue mal, habe ich die Ausrüstung bereit? Und das ist der erste Schritt, das Scan. Da könnt ihr euch merken, Step 1 ist das Scan. Das Scan bedeutet, wir sind jetzt dort und bereit. Und jetzt schauen wir mal in den Raum, wer ist alles da? Kennen ihr vielleicht jemanden, wo spüren ihr schon gewisse Sympathie? Und wenn ihr den Veranstalter kennt, dann gehen wir zum Veranstalter her und sagen, wer muss ich heute kennenlernen? Welche 3 Menschen muss ich kennenlernen, die mich weiterbringen, wo ich meine Ziele eher erreichen kann? Natürlich, wenn der Veranstalter euer Ziel kennt und sonst könnt ihr ihm ja Ziel sagen. Aber er kennt ja Gäste und er kann wissen, welche Schlüsselpersonen können euch jetzt auf den nächsten Steigentrieb auf eurer Erfolgstreppe bringen. Das heisst, ihr schaut zuerst mal, wer ist umeinander, was möchte ich, mit wem möchte ich Kontakt aufnehmen. Und für das Kennen steht der Feldstecher, ganz klar. Dass ihr euch merkt, Step 1 ist mal das Kennen, einmal schauen, wer ist umeinander, was geht. Zum zweiten Step geht es darum, um den Mut zu haben, um die Leute anzusprechen. Weil da kriege ich auch oftmals mit, dass es nicht so einfach ist, dass man zum Teil ein bisschen denkt, ich warte jetzt lieber mal in der Ecke hinten dran, bis jemand auf mich zukommt. Andere Gegend stehen vor und sagen so, ich bin jetzt da, jetzt spreche die und die auch an. Und da finde ich es auch sehr schön, wenn man ein bisschen den Mittelweg findet. Nach Tobias Beck wäre das entweder der Haifisch, der Lute oder die Eule, die im Ecke steht. Nach einem Menschenmodell. Und jetzt wäre es schön, um ein bisschen ein Gemisch zu sein. Ein bisschen zu schauen, ein bisschen auf die Leute zugehen und mal schauen, wer kommt auf euch zu. Und nicht gerade immer den Elefant im Porzellanladen sein, weil da verpasst ihr vielleicht wertvolle andere Kontakte. Und dann können das Gespräch eröffnen. Am einfachsten ist es, mit einem Kompliment zu starten. Sagen, mir ist aufgefallen, du hast eine super Ausstrahlung. Deine Handtasche gefällt mir. Oder wenn ihr einen Redner, Rednerin gehört habt, könnt ihr ganz einfach sagen, ich habe deine Rede sehr toll gefunden. Und dann kommt ihr so ins Gespräch hin. Aber ein Kompliment ist immer der einfachste Weg zum Starten. Jetzt sind wir im Gespräch drin. Das heisst, Step 1 war das Scan, Step 2 war die Gesprächseröffnung und jetzt kommt der dritte Schritt und das ist die Gesprächsführung. Und da ist ein Goldnugget für euch. Dass ihr den anderen reden lernt. Ihr kennt eure Geschichte, ihr wisst, wer ihr seid. Ihr wisst, was ihr macht. Aber ihr wollt doch jetzt herausfinden, wer ist die andere Person?
Ist das ein potenzieller Vermittler? Vielleicht ein Kunde, Kundin oder ein Partner? Oder passt es vielleicht gar nicht überein? Darum dann Fragen stellen, weil da wissen wir, wer fragt, der führt und finden mehr heraus über die andere Person. Und dann sehen wir, kann es passen oder nicht passen. Und wir Menschen, wir werden gern gehört. Das heisst, wenn ihr andere reden lasst, geben der dieser Person Raum. Und sie fühlt sich wertgeschätzt. Und ihr könnt auch noch einen weiteren Tipp im Gespräch, so den letzten Satzteil nochmal aufgreifen, wiederholen und so weiterleiten. Und wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr mal beobachten, dann die anderen automatisch auch Zurückfragen stellen. Es gibt natürlich auch die Menschen, die reden sehr gern, sehr viel und die bringt man aus dem Redefluss gar nicht mehr um. Und irgendwann hat man dann das Gefühl, jetzt will ich aber auch schon mal etwas sagen, was ich mache. Und dann könnt ihr es einfach wieder schlau machen und die Fuchstaktik einsetzen. Wenn die Person etwas erzählt über irgendwas, dann könnt ihr sagen, ah ja genau, da kenne ich die Situation und bei mir war es so und so und so gewesen. Und so könnt ihr dann geschickt das Wort einmal zu euch nehmen. Aber einfach mal ausprobieren, einen Mann den anderen reden lassen. Und nachher findet ihr raus, wie passt es. Das heisst, der dritte Step sind wir jetzt gewesen, für da steht der Wanderschuh. Wir sind jetzt auf unserer Wanderung auf der Pitzmundauen rauf. Es ist streng, es macht Spass, es macht Freude. Wir treffen andere Wanderer, wir sind unterwegs. Nochmal zur Repetition, damit wir es alle nachher noch wissen. Zuerst war es Scan, Gesprächseröffnung, Gesprächsführung. Gesprächsführung, genau, sind wir unterwegs. Und jetzt kommt der Gesprächsabschluss. Das heisst, jetzt haben wir ja herausgefunden, ist das eine interessante Person für mich oder nicht. Und wenn es keine interessante Person ist, gibt es ein wichtiges, auch ein Goldnugget, das ich euch auf den Weg mitgebe. Dann bedanke ich euch natürlich für das Gespräch und sage, wenn ich jemanden Passendes habe, der zu dir passt, und ich dich sehr gerne weiterempfehlen. Wir werden alle gerne weiterempfohlen. Und sind wir ehrlich, wenn jemand uns doch weiterempfiehlt, dann sind wir so, dass wir zurückgehen wollen und wir dann die andere Person dann auch weiterempfehlen. Und so kommen wir auch zu Weiterempfehlungen. Wenn es positiv verläuft, wenn ihr merkt, es passt irgendwo, dann macht doch einen neuen Termin abmachen. Nehmt euch den Druck weg, dass ihr an dem Event einen Geschäftsabschluss machen müsst. Das ist ein Zeichen, auf gut Deutsch gesagt, aus meiner Sicht. Sondern schaut, dass ihr Verbindungen aufbaut, das Vertrauen schaffen könnt. Wir haben alle sehr viel Konkurrenz auf dem Markt. Und unbewusst kaufen wir von einer Person, der wir Vertrauen haben. Darum schaut, dass ihr in diesem Gespräch möglichst viele Verbindungen aufbauen könnt, dass ihr Gemeinsamkeiten findet. Und wenn die Sympathie und das Vertrauen da ist, wird die Person auch auf euch zurückkommen. Natürlich spielt das Fachwissen auch eine Rolle, aber das Vertrauen, die Sympathie ist unbewusst sehr, sehr wichtig heutzutage. Und wenn ihr dann das Gespräch abgeschlossen habt, dann ist fürs erste Mal ganz kurz ein bisschen ausschnaufen angesagt. Wir sind auf dem Berg angekommen, wir haben es geschafft. Wir können jetzt ein Foto machen. Ja, ich bin auch eine, die gerne viele Fotos macht unterwegs und das auf Social Media postet. Also dann einmal relaxen, machen ein Foto und einmal kurz durchschnaufen. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir zurückschauen auf die Wanderung, die wir hinter uns geleitet haben, die vielen neuen Kontakte, die wir gesammelt haben. Aber die Arbeit ist noch nicht gemacht, weil wenn wir vom Wandern heimkommen, wenn wir den Rucksack wieder ausräumen, vielleicht voriges Essen wieder in den Kühlschrank tun und so weiter. Und das ist fast der wichtigste Teil, wenn nicht der wichtigste Teil, vom ganzen Netzwerken. Jetzt habt ihr die Kontakte. Und jetzt habt ihr vielleicht euch auf die Visitenkarte geschrieben, von dieser Person, die ihr dann bekommen habt. Was hat euch verbunden? Was habt ihr toll gefunden an dieser Person? Wie sind ihr verblieben? Und wenn ihr mit dieser Person abmachen, lasst uns in 3 Tagen nochmal telefonieren, dann meldet euch ja wirklich in 3 Tagen. Das ist wichtig für eure Authentizität, dass ihr da schon zeigt, hey, ihr seid präsent und ihr seid Professionals. Schaut also, wie sind ihr mit diesen Personen verblieben? Und melden euch. Bedanken euch am besten schon am nächsten Tag für das Gespräch, das ihr gehabt habt. Dann schon 1, 2 Punkte nennen, was euch fasziniert hat im Gespräch. Und dann gehen sie dann nach. Und halten euch dann dran, um wirklich euch bei den Personen zu melden. Nachbearbeitung ist also der 5. Schritt. Also wir haben gehabt, wer weiß es noch, was war das erste?
Yes. Das zweite? Jawohl. Das dritte? Richtig. Das vierte? Wo habe ich es gehört? Abschluss. Und das fünfte? Sehr gut. Genau. Das ist die ganze Geschichte vom erfolgreichen Netzwerken. Natürlich kann man noch viel tiefer da reingehen, aber die Zeit habe ich jetzt heute und da nicht, um noch tiefer drin reingehen. Jetzt sehe ich die Box. Was die auf sich hat mit dem Thema Netzwerken, könnt ihr euch jetzt vielleicht schon denken. Ein paar von euch sind auch da, dank dieser Box. Es ist so gesagt, meine Visitenkartensammlungsbox. Also wenn ich mal ein wenig war, tue ich die Visitenkarte, die ich bekomme, da rein. Das ist meine Schatzkiste, so gesagt, ein Netzwerk. Und ich weiss nie, in welchem Zusammenhang, dass ich eine Person vielleicht wieder treffe. Oder wo es jetzt mal matcht. Und dann konnte ich da schauen, wer habe ich eigentlich schon alles kennengelernt? Von wo kenne ich jemanden? Und dann kann ich doch, wenn ich doch weiss, okay, es ist vielleicht kein potenzieller Kunde, kein potenzieller Partner, aber jetzt entsteht eine Veranstaltung wie ein Forum, das sind die perfekten Leute, die hier passen. Muss ich doch mitteilen, dass wir hier eine lässige Veranstaltung in dieser Skybar im Buchs haben. Und dann kann ich es doch kontaktieren. Und ein paar von euch sind auch da, dank dieser Box. Darum frag mal euch, wo habt ihr euch Kontakt? Viel wahrscheinlich auch digital. Aber es ist halt nun auch so, dass wir doch auch viel physisch unterwegs sind mit Visitenkarten. Und schauen, was ihr für euch anlegen könnt, damit ihr euer Netzwerk könnt pflegen und könnt, ja, könnt brauchen. In dem Sinn hoffe ich, ich habe euch ein paar Sachen weitergeben, dass wir wieder ein, zwei Ideen gekriegt haben zum Thema Netzwerken. Und vielen Dank fürs Mitmachen und für eure Aufmerksamkeit. Machen wir jetzt wieder weiter. Und zwar zu einem sehr spannenden Teil, wo wir jetzt die Aufmerksamkeit mit grossem Respekt weitergeben können, weil es geht um Teilnehmer und Teilnehmerinnen von heute Nachmittag, die den Mut haben, sich an einer Jury zu stellen. Man redet ja immer von dem beliebten Elevator Pitch. Man hockt in dem Lift, eine Minute hat man Zeit, um sein Geschäft zu präsentieren. Also ich habe schon mehrere Pitches geübt und gemacht etc. Und eine Minute ist echt heavy. Und die Personen, Teilnehmer, Teilnehmer, die das gemacht haben, haben wirklich den Mut gehabt, ihr Geschäft reduced to a maximum wirklich zu machen. Also da grosser Respekt und ich würde sagen, alle, die mitgemacht haben, schon mal einen riesen Applaus verdient. Zu gewinnen gibt es viele tolle Sachen. Heute Abend wird symbolisch schon mal ein Award aus Holz überreicht, der von Bernecker Holzbau gesponsert worden ist und ja, so eine tolle Form bekommen hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Graviert ist das von ZZ Design worden. Auch dir ein herzliches Dankeschön dafür. Und jetzt bitte die Jury zu mir führen auf die Bühne. Zwar ist es zum einen der Damian Bernecker, Mitinhaber von BR Solution, von Venus Immobilien und Bernecker Holzbau. Mit in der Jury ist Jelena Nikolic. Sie vertritt das IVJ, das Institut für junge Unternehmer. Viele von euch kennen das bestimmt. Sie ist die Co-Leiterin vom Entrepreneur Service und hat hier sehr viel Erfahrung aus dem Start-up-Bereich heute mitgebracht. Bitte schön. Und dann haben wir den Dr. Hans Ebinger bei uns, auch in der Jury gewesen. Er ist CEO vom Switzerland Innovation Park Ost. Vielen Dank an deiner Stelle für deine wertvolle Zeit, die du eingesetzt hast für unsere Jungunternehmer, Startups, die du mitgebracht hast. An dieser Stelle übergebe ich jetzt das Wort auch an Hans, der euch noch mehr zum Verlauf erzählt, wie es war und auch die Preisverleihung wird machen. Herzlichen Dank. Erstmal für die Einladung an diesen coolen Event. Ich finde es super, dass es auch ein junger Event ist. Wenn ihr also wirklich was beändern wollt, dann nehmt die Welt in die Hand und das scheint mir hier wirklich der Fall. Super. Dann fällt mir auch auf, was die Silvi gerade gesagt hat. Wie viele Schritte waren das? 5? Ja. Klingt eigentlich einfach, oder? Oh,
das ist so schwer. Also ich arbeite immer noch an mir, um diese 5 auf die Reihe zu kriegen als Techie. Ich bin Physiker, oder? In jedem Gespräch mit jemandem geht es immer um irgendwas Fachliches. Und da hänge ich so drin, dass ich dann vergesse Nummer 3, 4, 5 und gerade dann hinterher die Nacharbeit. Also wenn ich euch ein was ans Herz legen kann, dann ist es genau das. Super, dass du genau diese Dinge hier gepredigt hast und so einfach auch darlegst. Kann es euch nur ans Herz legen, meine größten Schwächen sind genau die. Und wenn ich mich über mich selber ärgere, genau darüber, dass ich vergessen habe, dem Thema nachzugehen und. Ja? Und das ist halt auch immer peinlich. Ja. Oh Gott. Okay, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, das entscheiden nicht wir drei, oder? Sondern das entscheidet der Markt und die Kunden. Also ob ihr erfolgreich seid, könnt ihr am Ende vom Jahr wunderbar auf der letzten Zeile nachlesen, was da übrig bleibt. Und es gibt unheimlich viele erfolgreiche Unternehmer, die haben nie Preise gewonnen und wollten auch nie welche gewinnen, sondern schön ihr Unternehmen entwickeln. Wir hatten heute 11 oder 12, ich weiß, hab's nicht nachgezählt. Wie viel hatten wir? 12 glauben wir, oder? Also ein Dutzend Pitches. Und zwar 1-Minuten-Pitches, Elevator-Pitch, das ist die Königsdisziplin, finde ich. Also 1000-mal probiert, nie hingekriegt, oder? Bing, Aufzug geht auf, 1 Minute vorbei und ich stecke noch am Anfang. Ja, oder bringst du das bei dir hin? Also spontan jemanden gefragt, in 1 Minute, erzähl mir mal deine Geschäftsidee, das haut normalerweise nicht hin, oder? Wir haben ja heute auch einen Vortrag von euch gesehen, der hatte 30 Minuten, habe 20 Folien gezeigt und habe auch zwischendurch mal gesagt, also eine Patentlösung haben wir nicht, oder? Hast du gesagt, das hat keiner von den 12 gemacht, sondern die haben ihr Produkt genommen und haben gesagt, so bam, hier ist ein Problem, hier ist die Lösung, jetzt kaufen. Ja? Also wirklich ganz toll gemacht. In dem Sinne viel zu wenig Preise. Wir sind jetzt stehen vor der Herausforderung, dass wir von den 12 3 rauspicken mussten, ja, und haben wir auch mit uns gerungen. Am liebsten hätten wir jetzt hier ein paar mehr gehabt, ja, also das ist jetzt, tut uns sehr leid und ist auch eigentlich eine gemeine Aufgabe, dass wir das so reduzieren müssen. Und jetzt würden wir es dann vielleicht so machen, ich würde nacheinander 3 Namen sagen und dann würden wir hören ja dann nochmal den Pitch, ne, und dann würde ich gerne im Anschluss was ganz kurz dazu sagen, was uns daran so überzeugt hat, oder? Dann würde ich als erstes gerne die Cheyenne auf die Bühne bitten. Ja, also ich habe ein Unterwäschlabel und meine Intention war, mich hat es immer mega genervt. Es gibt die 0815 Unterwäsche, die ultra bequem ist, aber nicht sexy. Und dann gibt es noch die Unterwäsche, die ultra sexy ist, aber einfach nicht bequem für den Alten, die meistens für den Special Moment genutzt wird. Und ich habe gefunden, warum? Wieso gibt es nicht bequem und sexy? Weil ich finde, dann passiert etwas ganz Spezielles. Wenn eine Frau Unterwäsche trägt, die bequem und sexy ist, dann hat sie das Gefühl, sie kann die ganze Welt erobern. Und ich finde, eine Frau sollte doch den ganzen Tag das Spirit tragen dürfen. Und genau aus dieser Intention habe ich dann mein Label Veneria gegründet, um die Frauenwelt zu inspirieren und zu stärken. Ich bin jetzt vorher zu frech und habe mir jetzt schon mal vorab einmal etwas geholt, weil ich finde es immer so schwierig, hey, du willst ein Unternehmen präsentieren, aber du weißt gar nicht, um was es geht. Und man kann sich dann das nicht so gut vorstellen, darum habe ich jetzt einmal ein paar Produkte jetzt schon mal mitgenommen. Meine Produkte werden in Portugal hergestellt, ich habe sie alle selber designt, habe verschiedene Farbpaletten. Ich habe da zum Beispiel auch innovative Materialien, die ich verwende. Das ist ein Shiny Wax Effekt, der verwendet wird, der in Griechenland produziert wird. Ich habe alles mehr oder weniger mit Seide gemacht und auch für den Komfort wird mit einem sehr weichen Mesh schaffen und wirklich dafür sorgt, dass die Frau den ganzen Tag sich wohlfühlt und wirklich auch sexy ist. Und ja, ich habe den Brand mit der Idee vor 2019 gekriegt, habe das Design, das mir schon auf den Kopf gegangen ist, bin dann durch eine Develop-Phase gegangen, auf
fast 2 Jahre, wo ich wirklich intensiv mit der Produktion zusammengearbeitet habe. Im Normalfall ist es, dass du Katalogstoff aussuchst, die kannst du selber designen. Und das ist ein bisschen Struggle, weil wirklich der Hashtag viel länger an der Testphase, als wenn es einfach ein Katalog ist. Und ja, jetzt bin ich im September im Verkauf und sammle meine ersten Erfahrungen. Ich habe diverse Pop-Up-Stores schon gehabt, diverse Kunden-Feedbacks in mir geholt und bin jetzt dran, mit diesen Feedbacks zu arbeiten. Und ja, das zu meinem Unternehmen. Und ich darf sehr gerne hineinschauen, generieren, über Social Media oder natürlich auch einen Online-Shop. Und generieren heisst auf dem lateinischen Roman. Wunderbar. Damian, möchtest du gerade den Preis übergeben? Also wir haben uns dazu entschieden, Cheyenne den Best Pitch Award zu überreichen. Ich schwöre, sie hat keines von ihren Produkten rausgeholt, hat auch Abstand gehalten und alles anbehalten. Ja. Aber eins hat uns berührt und das war sicherlich auch ein bisschen eine andere Situation gegenüber dreien als jetzt gegenüber 30 oder 50. Sie ist einfach in diesem Kreis die herausragende Vertriebspersönlichkeit gewesen, die uns einfach sozusagen, sie als Person, ihr Produkt passt hundertprozentig zusammen, was sie als Bedürfnis erwähnt hat oder dass sie sich so fühlen möchte, das nimmt man ihr natürlich ab und das hat sie komplett super bei uns rübergebracht. Deshalb bester Pitch, den wir heute hören durften, ganz herzlichen Dank. Ja, super. Dann als nächstes möchte ich den Dom auf die Bühne bitten. Sali, ich bin der Dom und ich spiele gerne Brettspiele. Ihr kennt das sicher, wenn ihr mit der Familie vielleicht einmal Brettspiele gespielt habt, irgendwann kommen Hausregeln auf. Ich habe auch sehr gerne Hausregeln gemacht. Irgendwann sind das mehr Hausregeln gewesen als eigene Regeln. Und dann ich denke, mache ich einfach selber ein Game. Ich habe dann ein sehr komplexes, strategisches, riesig schweres Game gemacht. Aber als ich dann oder meine Games bekommen habe, ist Covid ausgebrochen. Und da hat sich niemand treffen und dann habe ich mir ein anderes denken. Und anstatt dass ich ein Nische-Game gemacht habe, habe ich noch ein zweites Game rausgebracht und das heisst Pertro. Das ist ein Würfelspiel für 2 Personen. Es hat keine Sprache drin, wo man muss etwas Text lesen muss. Es geht nur 2 bis 5 Minuten zum Spielen, geht recht schnell. Kommt immer ein kleiner handlicher Täschchen da. Wenn ihr es ausprobieren wollt, ich habe noch ein paar da, ich kann einfach gerne vorbeikommen. Dann kann ich eins auspacken und dann kann ich es mal austesten. Ich habe die erste Edition von dem über Kickstarter finanzieren. Ich habe das Vierfache von meinem eigentlich erwarteten Goal erreicht. Die sind aber innerhalb von nicht einmal 3 Monaten sind die ausverkauft gewesen. Danke. Ja, und ich bin etwa in 1 oder 2 Brettspielläden gewesen. Es ist einfach alles nur Mund zu Mund Propaganda passiert. Dann habe ich mit dem Gewinn von dem die 2. Edition oder der 2. Print Run selber finanzieren können. Und jetzt bin ich im Gespräch mit Brettspielläden. Und jetzt auch schon seit letzter Woche mit prag.ch und WOG. Ja. Ja, einer der Preise, den wir eben vergeben dürfen, ist der Best Product Award. Und wir haben es ja gerade gehört. Also er kam rein, hat uns das Würfelspiel auf den Tisch gelegt und dann seine Geschichte erzählt, dass er bereits mittendrin im Verkauf ist, oder? Also ein Produkt war unserer Meinung natürlich dann sozusagen das sticht am meisten heraus, was schon im Markt ist, was da ist. Er hat uns das auf den Tisch gelegt und schaut ihn an. Also er passt ja auch super zu diesem Runen-Würfelspiel dazu. Auch da wieder, also Pitch, Person, Produkt, einfach toll. Ja?
Es gibt natürlich Produkte, die sind ein bisschen benachteiligt, oder? Also wenn ich Kryotechnologie oder ein Blockchain sozusagen vertrete, tue ich mich schwerer, was auf den Tisch zu legen. Also das ist natürlich, sagen wir mal, in so einer Competition, ich sage mal, tendenziell ein kleines bisschen benachteiligt. Aber nach wie deswegen nochmal, es gibt noch andere tolle Dinge, die wir heute gehört haben. Best Product Award, darf ich dich bitten, das zu überreichen? Ich bin ja immer noch dran. Und last but not least würde ich gerne den Mario bitten, uns seinen Pitch zu erzählen. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Mario. Ich leite die Agentur Jetzt Vernetzt seit 5 Jahren. Heute bin ich aber da, um ein anderes Baby zu pitchen. Jetzt kann ich ein bisschen entspannter reden. Jetzt habe ich 3 Minuten, nehmen wir nur noch eine. Und zwar QR Audio KLG. Was ist das? Dazu möchte ich euch ein kleines Geschichtchen erzählen. Und zwar, als ich ein kleiner Bübel war, hat meine Mami einen ganz besonderen Trick gehabt, um mich und meine Schwester dazu zu bewegen, mit ihr in den Wald zu laufen. Wie ihr wisst, Kinder laufen nicht gern. Da muss man immer etwas vorausgeben. Und darum hat sie ein Buch mitgenommen. Und im Wald hat sie es dann aus dem Buch vorgelesen. Aber nur bis zu einem gewissen Stück. Und wenn immer wir wollen wissen, wie das Geschichtchen weitergeht, dann müssen wir weiterlaufen. Es hat tiptop funktioniert. Ich und meine Schwester sind plötzlich begeisterte Wanderer gewesen. Und ich habe dann so gefunden, hey, das wäre doch cool, wenn jedes Kind die Möglichkeit hat. Und so ist der QR-Geschichtchen-Weg für Kinder entstanden. Der Geschichtchen-Weg, das ist ein Weg und 10 Posten. 10 QR-Posten und jeder einzelne von diesen Posten ist ein Kapitel von einer Geschichte. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Rewriting von Gebrüder Grimm, nein. In unserem Team ist unter anderem der erfolgreichste Comedy-Autor der Schweiz dabei, der Jürg Zentner. Der schreibt Programme für Zuccolini, Büsser, Charles Ngela und wie sie alle heißen. Die älteren Kaliber da innen kennen ihn vielleicht von Jokes aus Jacobo Müller. Und wir haben auch einen super Sprecher mit im Team. Und zwar ist das der Dominik Zeltner, namentlich die Stimme von Coop. Also wenn ihr das nächste Mal im Coop sind und irgendeine Durchsage hört, das ist er. Für mich und dich und so. Und genau, der geschichtliche Weg, jetzt sagt ihr ja schön, ein Weg für Kinder und so. Aber wie macht ihr dann den Kohle? Genau, das ist ein Jahresabo für Schweizer Gemeinden. Wir sind jetzt gerade dran, die Deutsch-Schweizer Gemeinden noch mal angehen. Von denen gibt es 1300 in der Schweiz und so ein Jahresabo kostet 4000 Franken. Damit inkludiert sind 4 Geschichtchen pro Jahr, also 4 selber geschriebene Geschichtchen. Die werden automatisch updated auf dem QR-Code. So wird auch der Weg alle Saison neu erlebbar. Und ja, im März haben wir angefangen, 20 Gemeinden sind bereits mit an Bord. Der erste Weg hängt schon, also wenn irgendjemand selber Kind hat, ich habe es vor dem Stadtpräsi noch gesagt, wäre cool, im Buchs hat man auch so einen. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auf Reichenburg gehen mit euren Kids, der geht ablaufen. Und ja, besten Dank einfach für den Preis, super geil, merci mal. So, einen hatten wir noch übrig und das ist der Preis für die beste Idee. Wir haben ja hier sowohl von Mario einen tollen Pitch gehört, er war also in der Diskussion bei uns für den besten Pitch. Er war in der Diskussion für das beste Produkt, weil er hat ja ein tolles Produkt auch schon im Markt. Und es steckt eben zusätzlich eigentlich noch eine wunderschöne Idee dahinter, oder? Mit den Kindern im Wald spazieren zu gehen und die hören auf zu nörgeln, sondern wollen an den nächsten Posten laufen, bleiben nicht stehen. Also wunderschöne Sache, ja? Herzlichen Dank, beste Idee. Applaus.